Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist wieder Rumble-Zeit. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble, man. Ja, gegen Naughty Animations. Habe ich eigentlich jetzt hier, muss ich mal gucken, habe ich überhaupt die Tina drin? Habe ich die reingemacht oder habe ich sie noch nicht reingemacht? Ich bin mir jetzt gerade ein klein wenig unsicher. Also mal lassen wir mal gucken hier. Wenn er sich irgendwann einmal wieder erholen würde. Auf, komm, Baby. Zeig mir, ob du die Tina drin hast oder nicht. Alter Vater, Bluescreen. Bluescreen auf dem Tablet. Mit Wolken. Wie schön. Erholst du dich auch nochmal? Kann nicht wahr sein. Ich will doch einfach nur gucken, ob ich die Tina drin habe oder nicht. Und jetzt sehe ich sie nicht mal. Wie schön. Täglicher Anmeldebonus. Toll. Den zeigst du mir jetzt. Nee, ich habe ihn natürlich nicht drin. Also sie, ihn. Da ist er, sie, es. Tina. So, und dann geht's los. Jetzt hier auf geht's. Ab in den Rumble. Wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir hier ein paar Stücke machen. So, 28 Minuten noch. Yo, Mann! So. Scully! Scully ist der erste Gegner. Dann fangen wir mal an. Ich könnte natürlich auch den Cupido Bobby spielen, aber der hier bringt auch nicht viel mehr. Komm, wir spielen erstmal Rogers Kleiderschrank. Leider ist das die nicht gemaxte Version. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Ja, dann macht natürlich... Alter, Vater, ist jetzt echt nicht so einfach hier, weil es Not Rocket ist natürlich auch geil mit... Na gut, mit Christmas Punch-Out auch. Komm, wir machen jetzt hier den Teufel Bobby. Dann machen wir da nebendran Christmas Punch-Out. Und dann sollte das eigentlich eine relativ solide Geschichte werden hier. Gegen Scully. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nach unten gucke, da ist das Tablet. Deswegen... So, ja, nee, Fashion Wrestling auch noch nebendran und dann sind wir hier durch. So, was haben wir gekriegt? 94 Punkte gegen Scully. So, auf geht's, nächstes Match. So. Haben wir bis jetzt dann 3 von 4 gewonnen. Aktuell ist eigentlich so mit einer unserer besten Starts seit langem. Adrian ist unser nächster Gegner. So. Jetzt lass mal überlegen. Normalerweise würde ich ja sagen, das ist natürlich auch geil. Tom, was? Stewie mit der Tom Landry Middle School? War da irgendwas, warum ich den nicht haben wollte? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine... Forschungsenergie ist mir ausgegangen. So, also. Ja, jetzt muss ich den Stewie. Da kann ich aber mit dem Hasenkostüm dann was machen. Ja. Dann habe ich hier gleich den da. Und dann sind wir mit einer relativ soliden 100 hier durch. Dann noch der Roger. Und das war's. Ja, das sind halt, macht halt nicht so viel Schaden. Das ist ein bisschen schade. Aber macht nicht so viel Schaden. Ist ein bisschen schade. So, aber jetzt. Eine glatte 100. Ich meine, es ist eine geile Combo, aber eben halt, wie man gesehen hat, wenn du keine gegnerische Karte hast, dann viel Schaden nach vorne machst du nicht auf den gegnerischen Charakter. Und viel Schaden machst du natürlich auch mit den Boxen dann nicht mehr. Das sind noch 12 Boxen oder sowas, das ist nicht gerade der Knüller. Insofern diese Combo mit dem Stewie eben gerade nur wirklich richtig effektiv, wenn du eine andere Karte auf der anderen Seite hast. Ja. Trotzdem war das die einzige Option, die ich gerade gesehen habe mit dem Punch. So, der jetzt hier, der Roger mit Irek Lobster, haut viel mehr jetzt rein. Da haben wir gleich da vorne den Peter weg. Dann haben wir jetzt schon 46, jetzt haben wir 53 durch das BGE. Gleich mal nach vorne. 53 Schaden. Jetzt lass mal überlegen, ob wir die hier oder die da spielen. Komm, machen wir die noch und dann ist das Ding sowieso rum. Was soll jetzt noch passieren?
Das sind 21 plus eben die 53. Dann hast du 74 Schaden nach zwei Karten, also zwei gespielten Kombos, nach vorne auf den ersten Slot. Und da kann da nichts mehr kommen. Also ich kenne aktuell keine Karte, die 74 Leben am Anfang hat, wenn sie gespielt wird. Also bis jetzt kenne ich keine. Kann sein, dass es irgendwie bei den Mythics noch was gibt, aber ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier als nächstes den Eugene Belcher. Ist jetzt leider noch nicht maxed bei mir. Aber sollte wahrscheinlich, reicht nicht ganz. So, und das jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Problem. Dann spiele ich lieber den Two-Butt Goat, weil ich die jetzt nicht ganz wegbekomme. Dann nebendran den Peter. Und jetzt kann ich da oben diesen Baked Evil Monkey wegballern. Und jetzt den Irac Lobster. Und dann sollte das eine glatte 100 werden. Also jetzt hier würde mich da jetzt echt stark wundern, wenn das nicht eine 100 wird gegen Joe Dew oder Yo de Yu. Was? 94? Was ist da jetzt noch passiert? Die haben doch immer noch alle Full Life gehabt. What? Hä? What? Muss ich mir nochmal eine Wiederholung angucken. Verdammt nochmal! Was da passiert? 6 Punkte weg. Warum? Wegen was? Egal. So, weiter geht's. Ja, das sieht echt solide aus aktuell. Muskelbiber. Der Muskelbiber. Ja, schauen wir mal. Der Muskelbiber sieht mir aber relativ schwach auf der Brust aus, gerade hier. Mit den Karten bist du aber für mich nicht Muskelbiber. Eher so der Disco-Pumper. So, also der Muskelbiber. Mit einer glatten 100. Jawohl. Der Waschbär hat den Biber bezwungen. Waschi hat den Biber kaputt gemacht. So. Biber putt gemacht. Biber putt gemacht. So, also weiter geht's. Bam, 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 bam. Gegen wen? Danny, wer ist denn das? Ich kann es kaum noch lesen. Denio 1. Ehrlich mal, meine Augen werden immer schlechter. Kines, ich muss euch echt sagen. Weihnachtszeit. Nein. Das viele Tablet spielen tut den Augen nicht gut. Also, die sagen irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Alde, spinnst wohl. E-Mail scheiße, Tablet Google hier. So. Oh, stimmt. Roger Sexy Shorts und die Tina geben ja die Arbeiterin oder Working Tina und die ist natürlich auch mega nice mit 12-fach Cripple All. Ja, hier noch ein Bender am Start. Und ja, mit dem heilen wir jetzt noch. Hi. Heil ihn. So, wir heilen ihn. So. Fashion Wrestling. Und dann noch die Lila neben dran. Das wird jetzt eine glatte 100 gegen Denio. Oder Denio. Denio, schätze ich mal. 100! Wo hat die Kamera mich wieder nicht? Da, ja, der Gleiche hat wieder aufs Tablet geguckt. So, also. Wie schaut's aus? Was ist denn hier los? Immer noch. So, 37, 3, 2, 6. Das sieht sehr souverän aus. Jo. Robert. Der Robert. Der Robert. So, jetzt lass mal gucken, was wir gegen den Robert machen. Ich fange jetzt an mit dem Mr. Deliver. Der hat bei mir zwei Krönchen. Jetzt muss ich mir langsam was einfallen lassen, weil da oben der Straßenräuber ist echt übel. Jetzt cripple ich erstmal bei dem einiges runter. Jetzt dürfte er mir auch nicht mehr so viel Schaden machen.
So, nach wie vor jetzt echt ein Problem. Ich könnte jetzt natürlich hier kommen, wir fangen mal an mit Ruby Zeldastin da hinten. Damit wir jetzt mal hier mal langsam. Ich könnte natürlich auch Mail Lila. Nein, mache ich nicht. Ich mache Ruby Zeldastin. Und Ruby Zeldastin sollte jetzt eigentlich das Ding hier entscheiden. Ich meine, ich cripple alles runter bei dem oder ziemlich viel. Da unten der Mr. Deliver heilt sich selber. Dann sollte das jetzt reichen gegen Robert von Naughty Animation. Wie heißen die? Komm auf, setz doch mal die Karte jetzt hier. Komm, setz mal die Karte. Hallo, Kuckuck, tu sie weg. So, meine Güte. So, also. Jetzt. Alles klar. 98 geholt. Gegen den Robert. Robert! Der Robert! So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir noch, wie viel haben wir noch übrig? Drei Matches haben wir noch übrig. 19 Minuten immer noch. Naughty Animations. Knapp 40.000 werden wir zum Schluss haben. Ein gutes Ergebnis. Einige spielen ja noch in den letzten 10 Minuten. So, die Cuts. Christmas Punch-Out ist auch eine geile Wahl. Marmalade natürlich aktuell zu bevorzugen. Ich glaube, das war auch das Beste, was ich jetzt. Ah, und wie viel kriegt er denn nochmal drauf jetzt? Wir müssen mal schauen. Nur 25, scheiße, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz, aber jetzt ist er weg da vorne. Der wie gegen Tornado da. Gegen den Tornado. So, jetzt kommen wir mit dem Bob an. Und jetzt sind wir auch gleich hier durch. Christmas Punch-Out, 31. Nochmal 19 Schaden nach vorne. Und dann haben wir den, wie heißt denn der? Noasatoll besiegt. So, noch zwei Matches. Haben wir es geschafft. 37.624. Jo! So. Smithy. Smithy ist hier auch noch mit am Start. Bobby, Smithy. Jetzt können wir hier den Cupido Bobby machen. In dem Fall. Es ist jetzt natürlich so eine Frage, ne? Ich meine, wir können hier den Teufel Bobby spielen, der jetzt jede Runde stärker wird. Ich spiele jetzt hier den Cupido Bobby, weil der sieht mir jetzt nicht danach aus, als würde der jetzt hier endlos stark sein. Und da liege ich mit meiner Vermutung auch absolut richtig, wie man sieht. Wenn man den da noch. Und jetzt sind wir auch schon durch und haben. Nein! Ich wollte den eigentlich kombinieren, also egal. Ist wurscht. Es sind ja eh nur 10 Öcken da bei dem Truff auf dem Konto. Und dann ist er bezwungen mit einer glatten 100. Gutes Ergebnis eigentlich aktuell, denke ich mal. Ist jetzt nicht der Bringer, also jetzt nicht. Ich hätte gerne mal irgendwie so eine glatte 1000 oder so. Aber für jemanden, der da kein Geld reinsteckt in das Spiel oder nicht mehr reinsteckt. Also sich keine Karten kauft, sagen wir es mal so. Ist das, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Also, jetzt. Wenn das Darklings ist, geil. Das ist natürlich auch geil, ne? Wie viel Leben hat der? 91. Oh mein Gott, da muss ich jetzt aufpassen. Da spielen wir lieber Benders Darklings. Bei 91 Leben. Oh, da haben wir natürlich hier gleich was richtig Gutes am Start. Aber leider ist der Mr. Business. Komm, machen wir jetzt erstmal Benders Darklings. Wir machen jetzt eine Dreiergeschichte. Wir machen Benders Darklings. Dann den Kleiderschrank mit. Oh mein Gott, das wird echt eine enge Geschichte, enge Kiste hier. Hoffentlich kann Bürgerkriege hier was ausrichten gegen Corporate. Nein, kann's nicht. Dann müssen wir jetzt hier wirklich jetzt zusehen, dass wir hier den Irac Lobster gespielt bekommen. Oh, das wird jetzt eine heiße Kiste werden. Das wird jetzt eine richtig heiße Kiste werden. Ich müsste jetzt erstmal zusehen.
Da hinten 36 Schaden ist ganz schön viel, meine Liebe. Das ist wirklich extrem viel. Was hat, wie viel Leben hat ein Irate Lobster noch? Da käme noch. Aber durch die Revanche wäre der Irate Lobster durch, ne? Ich muss schon mal da vorne in dieses Corporate Training loswerden. Und dann muss ich den halt da hinten mal jetzt durchlassen. Alter Vater. Ich muss den durchlassen. Jetzt nicht mehr durchlassen, nach Möglichkeit, da hinten. Ich muss jetzt irgendwie meine Karten frei bekommen. Das reicht immer noch nicht. Es reicht. 72 macht er jetzt schon. Es reicht nicht. 72, komm jetzt. Ich muss irgendwie die 15 Schaden machen. Ich habe hier noch 10. Komm. Es reicht nicht. Nein, ich habe gegen den verloren. Das, ja, wow. Mein letztes Match verloren. Scheiße. Ah! Sah doch so gut aus. Und dann kriege ich da jetzt nochmal zum Schluss eins auf die Fratz hier. Verdammt nochmal. 14 Minuten noch. So, dann schauen wir mal hier rein, wie es hier aussieht. Brain Boss, okay. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich da eben gerade gekämpft habe. 42 von denen aktiv gewesen. Wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr. Guck mal, Cuddly wieder! 1000! Unglaublich, eine glatte 1000 wieder. Perfect Match, Cuddly! Congrats, man, unbelievable, you're crazy. Tipicolada. 995 Chris, 99 Kenberger, 989 Gecko Moria, 979 Topdas, 971 Jesse, 971 A, 988 Homer J, 965 Checklist, 953 Dorina, 952 Junket, 949 Jose Sinio, 945 Kings, 945 Apokalyptica, 937 Brownie Nerv, 931 Michael, 931 Robert, 920 899 Updam, 897, Oli Z, 891, J-Style, 887, Bounty, Dietronic, Der Pate, Eat Fresh Food, The King, Yo-Yo, Ansgar, Tularis, Amir, Palang, King, T-R-E, Manuel K, Stromi, Nutty Nate, X-Same, Gamer Guy, Krankus, Mimo, Ulrike, Dennis, Ricky, Spanish, Annie und Bruno, aktuell 44, aber ich schätze mal, also wie gesagt, es waren jetzt in den letzten Malen noch ein paar Leute, die so in den letzten Minuten gespielt haben. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Schreibt was in. Ne, ein Like und ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir nehmen wir einen gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.